Wallace and Gromit. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin ganz froh, die wir gerade gesehen haben, die mit der Feder, Dale Dick Entertainment GmbH, die haben mir nach zwei Stunden, also zwei Stunden nach der Anfrage, bereits die Erlaubnis erteilt, dieses Spiel zu spielen. Oh mein Gott, ich fasse es nicht, dass eine Firma so schnell auf meine Anfrage antwortet. Aber egal. Wir starten mal ein neues Spiel. Ich hab's durchgespielt, ja. Und ich habe vor, alle vier Teile zu Let's Playen. Also Urlaub unter Tage, das Hundekomplott, Lizenz zum Putten und Hummelalarm heißt es, glaube ich. Oder Hummelterror oder wie, irgendwie so. Ja, ich habe es durchgespielt. Nur die ersten zwei Teile, die anderen sind blind. Werde ich auch bis dahin womöglich aushalten. Und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Tutorial brauche ich nicht. Wir drücken auf Spiel starten. Und jetzt kommt ein Intro. Eine Produktion von Telltale Games. Mal, die Musik ist so schön, ne? Wallace and Gromit. In. Urlaub unter Tage. Hilfe, Gromit! Tu doch etwas! Hol die Küstenwache! Buch und Regie Joe Pinney. Und wir haben uns über den Regen beschwert. Jetzt haben wir ein echtes Rohrproblem. Hol mir den Schraubenschlüssel. Ich stopfe derweil das Leck mit dem Finger. Ja, ich denke mal, sehr viele von euch werden Wallace and Gromit kennen. Vielleicht auch sogar diese Spiele. Wow, warum ruckelt es denn? Gut gemacht. Bring ihn mir jetzt her, Kumpel, ja? Ja, vielleicht sogar auch diese Spiele hier. Komisch, ich weiß gar nicht, warum es ruckelt. Wahrscheinlich aus der Fernsehserie der beiden Knetfiguren. Unsere Probleme sind fast beseitigt. Ups. Das ist gut. Denn... Himmel, was für ein Schlag! Stell besser den Hauptschalter aus, Kumpel, und bleib weg vom Wasser. Das steht unter Strom. Ja, gut. Boah. Nicht gut. Ja, Vorsicht, Kumpel! Die Flut kommt! Such dir lieber einen anderen Weg zum Hauptschalter! Ihr werdet wohl mal ganz kurz verzeihen müssen. Ich muss mal kurz was schauen. Bis gleich.